Hallo und willkommen zurück zu Mafia Definitive Edition. So, ich hab doch gar nicht Geburtstag. Voll was Steht kocht. trotzdem dran. Denkst du? Morello hat Na versucht, gut, den dann mal ins Du wirst Obergeschoss. umgebracht. Ja, Ich gehe sofort ja. hoch. Wir haben Krieg, Tom. Von heute an ist Krieg. Ja, das klingt doch gut. Da gehe ich nicht hin. Dann gibt's auch keinen Krieg. Das sind aber richtig pralle Zitronen. Mann, Mann, Mann. Die hätte ich gern jetzt auch in der Küche. Schöne Hab noch keinen Ärger gehabt. Zitronenscheibe in Glas Cola. Wir spielen anscheinend Geige. Na gut, wo ist hier die Treppe? Ich war, glaube ich, noch nie oben. Also zumindest, als ich den Charakter dann steuern konnte. Hier ist ein Besprechungszimmer. Das sieht falsch aus. Die Treppe ist auf der anderen Seite. Also, wenn ich irgendwas verstehe von Minimaps, würde Ich ich hoffe, du bleibst sagen, das ist eine anständig. Treppe. Ich will rund um die Uhr Natürlich werde ich anständig hier bleiben. bei der Lagerhalle und Oh, bin das ist einfach ein nur hier, schönes Gemälde von drei damit die Leute dämlichen sich Pferden. wegschießen. Wir Ach, können ich uns muss jetzt mal nur wieder noch BoJack treffen. Horseman sehen. Ich will Das nicht sagen, depressive dass Pferd Sachen passt zu mir. passieren. So, her Hier mit sind den wir guten Position. Waffen. Gut. Also schnappen wir ihn uns endlich. Bald. Aber erst müssen wir ihn klein kriegen. Morello hat Polizei und Politik, sogar ein paar Richter in seiner Tasche. Ja, Die können aber wir jetzt wenn alle wir ihn bestechen. ausschalten, Wir müssen sie davon überzeugen, bringt's ja Morello nichts Signe mehr. Schiff zu verlassen. Wenn wir den richtigen Idioten kalt machen, wissen die anderen, dass Morello nicht gut ist. Für die Gesundheit. Ja. Als erster ist dieses Arschloch dran. Ghilotti. Der sieht ja Dieser aus wie Graf sieht du. immer noch rot wegen seines toten Kindes und wird sich nie gegen Morello stellen. Mann, der Kerl macht uns seit 32 Probleme. Lassen Sie mich ihn ausschalten, Boss. Was Ja, glaubst du, damit. warum du hier bist? Vinny hat alles geplant. Der Super. Stadtrat feiert seinen Geburtstag mit einem Riesenfest auf einem Dampfschiff. Er zieht alle Oh. Register, Fusel, Frauen, Ich Feuerwerk. versenke das Schiff. Er wird sogar vor der Presse sprechen. Sicherheitsvorkehrungen? Die ganz normale Nummer, ein paar Typen mit Knarren. Niemand sonst wird einen Finger rühren, um diesen Drecksack zu beschützen. Ah, da bin ich mir nicht Okay, sicher. ich gehe auf die Party und knall ihn ab. Langsam, Ja. Kleiner. Nein, Ghilotti nicht ist korrupt, langsam. aber er ist nicht dumm. Seine Leute werden jeden nach Waffen durchsuchen. Du Aber doch kannst nicht nichts unter meinem Hut. mitnehmen. Was dann? Eine Werfe ich ihn Schuhkanone. dann einfach über Bord? Wird mal nicht übermütig. Du wirst ihn trotzdem abknallen, verdammt nochmal. Sobald du an Bord bist, schleichst du dich in die Toilette. Ein Bootsmann hat dort für dich einen Revolver Wieso muss ich mich versteckt. da Dann reinschleichen? bleibst Ich du kann ja einfach unauffällig. pissen gehen. Ruhig. Markier bloß nicht den harten Mann, bis Ghilotti auftaucht. Warte, bis der Bastard mit der Rede beginnt und erst dann verpasst du ihm eine zwischen die Augen. Die Lieber ganze ins Welt soll Auge. das sehen und darüber sprechen. Klar. Aber wie komme ich wieder zurück an Land? Du Sam und schwimmst? Pauli sind an den Docks und kümmern sich drum. Triff dich mit ihnen. Sie werden dir alles Weitere erklären. Ah, ich Okay. improvisiere einfach. Ghilotti ist erledigt, Boss. Ab morgen sind Sie Ihre Sorgen mit ihm los. Ja, schauen wir mal. Bezweifle ich nicht, Tommy. Buona fortuna, Tom. Danke, dir auch viel Fortuna, Düsseldorf. So, jetzt aber. Hier liegt noch irgendwas links rum. Ach, was soll's. Vielleicht da unten? Nö, war glaub oben. So, auf zu den Docks. Let the dogs out. Das war eher eine Eule. Trotzdem. Wer hat die Hunde rausgelassen? Und die Hafen, was heißt denn Docks auf Deutsch? Hafengelände. Anlegestelle. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Brauche ich noch Waffen? Wo ist der Waffenfritz? Oben. Achso, ich darf ja keine haben. Na, scheiße. Na gut. Dann mal los mit uns. Oh. Das Grüne oder dieses, wie heißt dieses Grün? Ja, ja. Ja, halt mal die Klappe mit deinem Radio. Gar keine Ahnung, welcher Knopf das nochmal war. Aber es nicht. Ich dachte, es wäre 5 oder so gewesen, aber das bringt ja alles nichts. Hä? War es 3? Anscheinend erhält die Phrase. So soll das sein. Und richtig Vollspeed. Um die Kurve driften. Krankenwagen steht parat. Ah, nicht für mich.
So. Und ganz schöne Skyline hier. Und das sieht sehr hafig aus da rechts. Die quietschen so schön. Erinnert mich an mein Quietsche-Entchen von damals. Das hat andere Geräusche gemacht. So, aussteigen. Sam, Pauli, gebt mir eine Waffe. Oder eine Waffel, ich hätte wieder Hunger. Danke. Achtung, eine Durchsage. Wir lassen Sie alle an Bord, aber wir müssen Ihre Hinterkopf explodieren. Ja, ja. Die feinste Familie der Stadt. Denke ich auch. Ja, ja, ich bin sehr geduldig. Terrence, hi. Du siehst nicht wie einer der Gäste aus. Ich hab Freunde, aber nicht diese Sorte. Dann sage ich dir, was ich hab. Hinten findest du einen Matrosen von dem Kahn. Hat was in den Kopf gekriegt. Nein. Aber der weiße Anzug ist okay. Ja, das ist ja wunderbar. Ich sehe nach ihm. Nein, dann braucht ein Bussi auf seine Kopfverletzung. Ich kenne mich damit aus. Notiz lesen und doch nicht lesen. Steht nichts Wichtiges drin. Notizhammer. Wo ist der mit Kopfverletzung? Oh, hier haben wir noch was zum Einsammeln. Ja, damit. Morello. Nein, also dieses Zigarettenbild oder was auch immer das ist, ist ja unnötig. Ist ja widerlich. Also ich hätte den Matrosen hier gelagert. Oh, da ist auch nicht schlecht. Da ist sogar noch besser. Deswegen ist Sam das Hirn von uns drei. So. Noch schön ordentlich spülen. Ich sehe nicht gut aus. Das steht mir nicht. Ein Glück bin ich zur Mafia gegangen. Ja, jetzt muss ich mir noch ein bisschen Seemannsgarn ausdenken. Mal ordentlich die Lunte durchschrubben. Ja, sieht doch gut aus, oder? Job für dich. Ja. Bleib einfach cool. Ich bin cool. Bleib einfach cool. Ich bin Nach cool. Nach einer Weile auf See holst du die Kanone. Der Bootsmann hat sie in der Toilette versteckt. Ja. Klar. Dann aufs Dach. Warte auf Gilottis Rede und knall ihn ab, wenn er fertig ist. Und wie komme ich weg? Pauli hat ein Schnellboot besorgt. Sehr schön. Nach der Rede steigt ein Feuerwerk. Wir kommen, wenn es losgeht. Aber seid bloß pünktlich. Sehr gut. Macht's gut, Jungs. Muss ich mit euch noch reden? Wieso muss ich dir noch weiter folgen, Kollege? Aber seid bloß pünktlich. Keine Sorge. Das wird schon alles glatt. Ja, ja, wie alles, was wir zu dritt anstellen. Wenn du dich nicht einsaust, behalt sie. Bist du der Neue? Ja, ja. Schön gedauert. Ich bin so unauffällig, wie ich da sprinte. Ja, warum nicht? Er wird Gilotti garantiert ausschalten. Aber vom Boot abzuhauen, dafür braucht er einen Schutzengel. Er braucht keinen verfluchten Engel. Wir passen auf ihn auf. Ja, vom Land. Los. Ah, das wird schon glatt gehen. Warum denn auch nicht? Jo, das Spiel müsste dann nur noch laden. Sonst muss ich wieder was skippen. Nee, das war kurz genug. Schön die Fenster putzen. Hey, ja. Hast du es bald? Ja, wollte die Toiletten putzen. Gab ein paar Beschwerden von Gästen. Du willst die Toiletten putzen? Meinetwegen. Nimm dir einen Lappen und geht euch alle Decks. Dann nehme ich doch dich, du Lappen. Wo kriege ich einen Lappen? Lappen her? Wo kriege ich einen Lappen her? Kenne ich dich nicht irgendwo her? Nein, glaube ich nicht. Ich kenne dich doch. Warst du bei der Gewerkschaft? Nein. Tut mir leid, bin von außerhalb. Was will der Arsch denn? Hör zu, Kollege. Verzieh dich hier. Ich bin Matrose. Wo ist das Kackhaus? Das sieht doch nach Toiletten aus. Anscheinend nicht. Ah, schön hier auf dem Wasser. So im Boot rumschippern, das wird mir auch gefallen. Reinigung. Zimmerreinigung. Oh. Da kommen wir später hin. Da können wir ja steuern. Dann bin ich mal der Steuermann. Sind hier Toiletten? Sieht eher aus wie eine Küche. Keine Toilette, oder? Ich weiß nicht, wie Toiletten auf dem Schiff aussehen.
So vielleicht, mit so einer Tür. Nee, das muss schon besser aussehen. So. Servus. Schau, wieder so ein unfreundlicher Geselle. Wo sind die Toiletten? Ich mach mich richtig verdächtig jetzt. Hast du den Bootsmann gesehen? Nee, aber ich möchte wetten, er ist besoffen im Maschinenraum. Boah, da gehört er hin. Was will ich vom Bootsmann? Rausfinden, wo die Toiletten sind. Er hat Verbindung. Natürlich habe ich Verbindung. Hauptsächlich Verbindungsprobleme. Aber man kann keine Probleme haben ohne Verbindung. Zumindest so halbwegs. Das ist meine Weisheit für den Tag. Du kommst spät. Ja, besser als gar nicht. Tommy, ja? Die Kanone ist in der Toilette im Heck. Mitteldeck. Sehr gut. Wo ist das? Ein Deck höher. Über uns. Schlüssel liegt auf dem Tisch. Auf welchem Tisch? Kann ich dich jetzt ausschalten? Der plaudert doch alles aus. Keine Zeugen. Sag noch einmal meinen Namen und du gehst eine Runde baden. Aber endgültig. Klar? Ja, woher weiß er überhaupt den Namen? Hab ich verstanden. Und der hilft so bereitwillig bei einem Mord? Okay, das ist Hardcore für den Besoffenen. So, wo lang geht's hier? Schön. Sind hier die Treppen? Nee, hier ist ein anderes Kackhaus. Naja, wird eh ins Wasser alles geleitet. Was soll's. So, da hinten war man doch schon. Nee, hier noch nicht. Du gehörst zu Salieri. Nein. Und was willst du jetzt machen? Wie wär's mit einer Tracht Prügel für den Anfang? Okay, du kriegst eine. Natürlich tut es weh. So, rein in das Getriebe hier, oder? Aufheben. Runterschmeißen. Ja! Perfekt. Nur nicht, dass er da oben wieder hochkommt. So. Wieso muss ich hier Wasser laufen lassen? Achso, ich muss ja baden. Komm schon. Nicht reinrutschen. Wo zur Hölle bist du? Mach doch den Deckel runter. Ist da überhaupt was drin? Oh, sieht gut aus. Stell ich das Wasser nicht ab? Was für ein Umweltsünder ich doch bin. Hey, wir haben angehalten. Na gut. Ah, zumindest ist die Leiche hier nicht mehr auf Bord, falls es eine Leiche war. Spätestens jetzt ist es eine Leiche. Servus. Auf zum Kapitän. In die Kombüse. Da lag noch irgendwas oder liegt hier noch was? Kann das... Ah, da. Dein Detective. Dann soll der mal anfangen zu reden. Ich sehe noch nicht das Speedboot, was die angeblich besorgt haben. Ah, der soll einfach schneller machen mit seiner Rede. Kommt er da? Ja, ich glaube, das ist er. Hey, John. Amüsieren Sie sich. Solange die Bar offen ist, Stadtrat. Guter Mann. Trinken Sie einen auf mich. Danke fürs Kommen. Gleichfalls. Ich bin so versteckt da oben. Überhaupt nicht unauffällig. überhaupt nicht auffällig. Und willkommen auf meiner kleinen Party. Oh, das ist ein schleimiger Mistkerl. Wie ihr wisst, war es eine harte Zeit. Vor 3 Jahren ist mein Sohn Billy gestorben. Im Bandenkrieg. Unschuldig. Als Opfer einer Krankheit namens organisiertes Verbrechen. Seit dem Tag lebe ich nur, um diese Krankheit auszumerzen. Okay. Aber heute feiern wir meinen 50. Geburtstag. Er ist richtig besoffen, glaub schon. Die bessere Zukunft von Lost Heaven. Ja. Wir werden diese Kriminellen aus der Stadt jagen und wie Ratten ertrinken.
Irgendwo schon. Wo sind Sam und Pauli mit dem Boot? Und jetzt? Das Feuerwerk, hm? Ja. Ist doch noch viel zu hell für Feuerwerk. Hat geklappt. Hat geklappt. Hui. Hat geklappt. Gute Pistole. Wo wollen wir denn überhaupt hin? Scheiß hast du. Wieso springen wir vorne nicht einfach über Deck? Und wo habe ich die Nachlademunition her? Das ist ein geiler Revolver. Nur noch so. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Kann ich nichts mit dem Steuerrad machen? Na gut. Dann erste Hilfe. Kann nicht schaden. Nachladen kann auch nicht schaden. Boah, das ist besser. Schnell raus hier. Wohin auch immer das ist. Kommen wir da raus? Nö, natürlich nicht. Ich hätte eine alternative Lösungsstrategie gehabt. Au! Seid ihr einfach hier? Der trifft richtig genau. Das ist ja mal eine gute Abwechslung zu den Waffen sonst hier. Vorsicht! Nicht auf die reichen Gäste schießen. Und auch nicht auf mich. Was bringt dir dein Flankieren? Nix. Speedboot zu Wasser lassen. Ups. Nachladen. Ja. Sollst meinen Namen doch nicht rufen. Scheiße. Ich komm gleich. Ja, noch ein bisschen aufladen. Ah! Hat geklappt. Nur mit paar Schussverletzungen rausgekommen. Ui, Feuerwerk. Ist das nicht schön? Und abgeschlossen. Sehr gut. Damit endet die Episode wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.